Da. Auf geht's in der Festung. Diesmal öffne dich. Der Controller löst sich langsam auf. Hä, wieso, Leute? Ja, guck mal. Der Plastik wird flüssig. Achso. Der Gummi. Gummi. Gummi, Gummi. Das ist Xolotls Festung? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ihr kommt zu spät, Otep. Seht nur, die Sonne geht auf. Diese Welt wird zu meinen Füßen zerfallen. Und ihr werdet als Erste sterben. Oh, das ist schon öfter. Da wurde wie geflüstert. Ja, ist ja gut. Aha. Neues Charakter-Outfit. Yeah. Wieso das? Weiß ich nicht. Achso, insgesamt die 1,6 Millionen oder so bestimmt freigeschaltet. So. Na Mensch. Habe ich wieder viele gute Scheiße gesammelt. Xolotls Festung. Xolotl. Ich gehe nach Hause. Nee. Ja, nach Hause gehen ist nicht. Oh. Ich darf nicht. Oh. Was? Sicher, dass du den schlechten Controller hast? Ja, der war ja... Ja, aber das ist, denke ich, von den alten Zweien. So. Ich bin tot. Ich glaube, hier verkackt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da hochspringen kann. Hey. So, Xolotl. Xolotl, komm her, hier, du Sau. Oh! So, er steht denn da. Jetzt andere Seite? Nö. Doch. Leben am Limit. Oh. Oh. Bin tot. Nicht mehr. Ja, schaffen wir es unter 10 Minuten? Keine Ahnung. So rein theoretisch laut Leistung zu tot. Euer Ende ist gekommen. Halt ich für ein Gerücht. Interessant, dass ich nicht gestorben bin, obwohl ich in der Walze dran stand. Ich muss sagen, der Endfight ist gar nicht mal so schlecht. Du solltest dann vielleicht fahren. Ich befördere euch ins Jenseits. Oh, ich bin RIP. Oh fuck. Hallo. Ich kann nicht. Egal. Hä? Was war das jetzt bitte? Unlucky. Fangst du wieder auch ganz von vorne an? Nee, anscheinend nicht. Oder? Euer Ende ist gekommen. Nee, wenn ich bin, jetzt komm. Nee. Nee. Ich bräuchte Money. Jo. Das ist das nächste hier von dir. Ja. Easy. Euch ins Jenseits. Ja. Bin so RIP. Glück ist das Spiel gerade nicht unfair. Musst du halt echt gut aufpassen. Oh. Ja gut, da war es gerade wirklich unfair.
Nein, da. Fährt einfach auf den Typen drauf. Ja, wo ist er denn? Oh, da ist er. Komm, explodier. Da ist er. Ich glaube, ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er wieder. Interessant, dass die ganzen Spinnen hier gerade auftauchen. Ja, ist ja gut. Sonst hätten wir keine Muni mehr. Ja. Was? Oh, ich hab nicht drauf. Oh, ich hab nicht drauf gehabt. Frage ist halt, wie viel Leben hat er insgesamt? Also wie viele Form-Varianten. Ich glaube, er ist tot. Spiel ist zum Glück bugfrei. Ja. Oh. Was war das jetzt? Oh Gott, das ist so. So. Yay. Ein bisschen leben. So, sehr dann haben schön. Wir Form 1 schon mal, würde ich jetzt mal sagen, besiegt. Tappe 1 durch. Ja. Easy. Hast du gesehen, wie ich getänzelt bin? Mhm. Zeit für ein Pole Dance. Im Gegensatz zu dir. Ich bin ja auch keine Frau. Fettes Stück. Oh, jawoll! Komm hin, du Sau. Nee. Oh, das ist auf jeden Fall sinnlos. Aua. Der wird so hart, ne? Fuck. Ratatatatata. Er wird so hart genommen. Oh, hi. Zack. Ich wollte gerade sagen, wäre komisch, wenn hier die Dinge nicht noch kommen würden, die Skelette oder die Dinos. Fanservice ist. Oh Gottes Willen, hi. Ja, ist es gut, ist es gut, ist es gut. Ich verzucke mich. So Fanservice. Ja, hier mit allen Gegnern nochmal. Ach so. Oh, hi! Ja? Ja? Ja gut, wie du schon gesagt hast mit der Spinne, wir brauchen ja auch irgendwie Munition, oder ist es nicht? Ja. Aber das MG ist halt schon praktisch. Oh, Muni. Noch mehr Muni. Noch mehr Muni. Da nehmen wir. Viel Muni. Au. Oh, die Dingens da ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Au. Die Mine. Obwohl so unbeabsichtigt war. Hier wird du nicht. Lügen musst du nicht sagen. Sehr schön. Mal gucken, was er uns in der dritten Stage zu bieten hat. Nichts, was mich aufhalten kann. Oh, ich will auch. Muni? Ich häng schon wieder den Muni-Dinger fest. Ups. Ups.
Geht aber tief runter. Hui! Ui. Und mal gucken, was er jetzt macht. Ah, Kollege. Was du jetzt? Bist du es? Frage. Kollege Schnürschuh! So lecker! Ruf da! Autsch. Macht er sonst noch irgendwas anderes? Der ist ja schon gleich tot. Autsch. Also wenn er nicht noch großartig was anderes macht, ist die Form hier gerade... Ratatatatata. Relativ easy. Da ist auch schon fort. Also die Form... Too easy. Oh. Ja, gut, der ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Autsch. Au. Das ist jetzt halt einfach nur munitionsintensiv. Ach, Grüli. Dort. Bin da. Da unten darfst du nicht hingehen. Das wollte ich nämlich gerade schon holen. Keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe. Ohne Schaden zu verlieren. Da bist du ja. Oh, falsche Waffe. Aber mit der Gagbling, Alter, wie schnell er halt da das Leben verliert. Muni wäre halt geil. Ja. Idee. So, ich bin zwar tot, aber hätte er auch. Ha! Ungartanga, Ungartanga! Kein Glück heute, was? Nein! Wir müssen den Spiegel vor dem ersten Licht der Dämmerung zu seinem Schrein zurückbringen. Schnell, ersetzt den Spiegel! Was ist mit dir? Ich muss zurückbleiben und unser Zeitalter des Lichts beschützen. Das ist mein Schicksal. Bring jetzt den Spiegel zurück. Viel Glück, Totec. Der Spiegel wurde zu seinem geheimen Ort und Xolotl in sein ewiges Gefängnis zurückgebracht. Wenn ich weg bin, ist das alles hier wieder verlassen. Fragt sich nur, wie lange. Ich habe auf all meinen Reisen eines gelernt, dass nichts auf ewig verloren ist. Aber manches davon sollte man besser niemals finden. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Ja. Sehr schön. Easy. Weiter. 120.000 Punkte. Ja. Dir fehlen 3.000 Punkte. Um die 140. Dann hätten wir den Speer des Lichts gehabt. Tja. Wieder mit Xodladl. Lodl, 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 lodl. Lodl, lodl. Lodl, lodl, lodl. So, und da haben wir die Credits. Ja, ich würde sagen, wir lassen die mal ganz kurz durchlaufen. Natürlich, die rausschneiden und vielleicht gibt es dann nachher nochmal ein bisschen Anschluss. Lodl, lodl, lodl. Genau, aber ich glaube sehr weniger, aber wir lassen mal durchlaufen. Also, bis gleich. So, Credits sind vorbei. Gut, kam jetzt nichts irgendwie noch Wichtiges da hinten ran. Hat man sich eigentlich schon was denken können, muss man dazu sagen. Aber gut, das war Lara Croft in The Guardian of Light. War cool. Wir haben jetzt, was habe ich jetzt gesagt, 5,5 Stunden oder so, ne? Irgendwie so, ja. Genau, haben wir jetzt gebraucht. Ja, mal gucken, wie denn der zweite Teil wird. Der wird ja auch dann irgendwann kommen. Wahrscheinlich relativ zügig. Weiß man noch nicht. Schauen wir mal. Und ja, projekttechnisch generell habe ich ja noch ein bisschen, ja, werdet ihr sehen, was noch läuft, alles drum und dran. Und muss sagen,
Game war geil, schöne Rätsel, vor allem so die Bonus-Dungeons da, wo man halt oftmals ein bisschen überlegen musste. Ansonsten bleibt mir jetzt, wie gesagt, nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.